Das Würfelvirus. In Winiland, einem riesigen und fernen Land, wurden plötzlich viele Menschen krank. Einige starben sogar an der neuen, unbekannten Krankheit. Viele Ärzte untersuchten die kranken Menschen. Es dauerte nicht lange, bis ein Arzt herausfand, dass es ein viereckiges Virus ist, das diese gefährliche Krankheit auslöst. Aufgrund seiner Form wurde es das Würfelvirus genannt. Der König von Dubliland, einem anderen großen Land auf der anderen Seite der Erde, machte sich sofort lustig über die Winiländer. Wegen eines einfachen Würfels könnten ja nur die Winiländer krank werden. Dubliländer würden daran nicht erkranken. Weltweit untersuchten nun Forscher dieses Würfelvirus. Es werden viele Hypothesen aufgestellt, also Annahmen getroffen, was denn die Würfelform bedeuten könnte. Eine Hypothese lautete, dass die glatten Seiten des Würfels das Licht sehr gut gerichtet reflektieren würde. Immerhin sei die Würfelform nicht gefährlich, weil es nicht davonrollen könne. Da immer mehr Menschen starben, wurden strikte Regeln eingeführt und ganze Städte unter Quarantäne gestellt, die Grenzen geschlossen und alle Menschen mussten zu Hause bleiben. Sofort berichten selbsternannte seriöse Spezialisten, dass das Virus gerichtetes Licht spiegeln würde und völlig ungefährlich sei. Der König von Dubliland machte sich erneut lustig. Wegen eines Spiegels macht ihr so viel Aufsehens. Alsbald finden Forscher heraus, dass das Virus unter polarisiertem Licht nicht viereckig, sondern achteckig ist. Der König von Dubliland meldete sich umgehend hämisch. Wie blöd seid ihr denn, dass ihr ein Viereck nicht von einem Achteck unterscheiden könnt? Nun verfolgen einige Forscher weiterhin ihre Vierecksthesen, während andere Forscher Achtecksthesen aufstellen. Weitere Forscher stellen Thesen auf, was das bedeuten könnte, dass die Achtecksform nur unter polarisiertem Licht sichtbar ist. Die Medien verbreiten die Neuigkeit in dicken Schlagzeilen. Würfel sind in Wahrheit achteckig. Mittlerweile wurden die ersten Menschen auch in Dubliland krank. Deren König vermeldete sofort, das sei in ihrem großartigen Land kein Problem und es seien Einzelfälle. Leider stellte sich heraus, dass das Würfelvirus viel mobiler ist, als das ein Achteck sein kann. Unter vielen Forschern bildete sich der Konsens, dass das Würfelvirus von einer Kugel umgeben sein müsse. Anders sei sein Verhalten nicht zu erklären. Da nun in Dubliland sehr viele Menschen am Würfelvirus erkrankten und überdurchschnittlich viele Menschen daran starben und das Gesundheitssystem völlig überfordert ist, ließ deren König verlauten, das runde Würfelvirus sei eine Verschwörung der Winiländer gegen die Dubliländer. Man hätte das runde Virus absichtlich viereckig erscheinen lassen. Nun schießen unzählige Verschwörungstheorien ins Land. Hinz und Kunz nennt sich einen seriösen Fachmann, um seine Annahmen als pure Wahrheit zu verbreiten. Vor lauter seriösen Fachleuten gehen die Forscher, die sich wirklich mit dem Würfelvirus beschäftigen, völlig unter. Unzählige Hypothesen werden als gesicherte Tatsachen verbreitet, ebenso viele Verschwörungstheorien. Der große König des wunderbaren Dublilandes wird nun kritisiert, dass er die Situation mit dem Würfelvirus unterschätzt habe. Sofort kritisiert er die Gesundheitsbehörde der Welt. Die habe nicht rechtzeitig reagiert und die Verschwörung der Winiländer unterstützt. Die Behörde verbreite falsche Wahrheiten. Anders seien die vielen erkrankten und verstorbenen Dubliländer nicht zu erklären. Weil jedes Land auf der Erde ihre eigenen Fachleute hat, die ihre eigenen Erkenntnisse haben und ihre eigenen Thesen aufstellen, und jedes Land ihr eigenes politisches System mit Politikern mit jeweils eigenen Abhängigkeiten haben, werden nicht nur in jedem Land andere Regeln aufgestellt, sondern in jeder Region gibt es unterschiedliche Vorschriften und Verbote. Erkenntnisse, Annahmen, Hypothesen werden längst unüberschaubar.
Jegliche Theorie wird hemmungslos von seriösen Spezialisten als verifizierte, als gesicherte Wahrheit verbreitet. Auch wenn sie sich gegenseitig widersprechen. Dass viele verbreitete Wahrheiten selbst mit einfachen Überlegungen falsifiziert werden könnten, interessiert längst niemanden mehr. Längst regiert die Angst und die Forscher verbreiten nur noch Fake News. Wie die Geschichte weitergeht? Im Verlauf der Würfelviruskrise stellt sich heraus, dass die Theorie der flachen Erde nichts als eine hartnäckige Verschwörung war. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Erde ein Würfel ist und jenes großartige Land jenseits des großen Wassers, das gibt es gar nicht. Ein Hurra auf die menschliche Intelligenz.